Salechard, eine Kleinstadt in Nordsibirien. Auf der Halbinsel Jamal sinken die Temperaturen auf bis zu 50 Grad minus. Jenseits des Polarkreises, auf der anderen Seite des Flusses Ob, befindet sich das entlegenste Straflager Russlands. Es gibt keine Brücken. Luftkissenboote sind das einzige Transportmittel. Die Haftanstalt Polarnaya Sowa, zu Deutsch Polareule. Wie zu Sowjetzeiten werden Verurteilte in Russland auch heute noch oft in Lager verlegt, die weit entfernt liegen von großen Städten, den Angehörigen und den Augen der Öffentlichkeit. In der Polareule, so sagt man uns, sitzen 305 Lebenslängliche ein. Petschuschkin, rauskommen und an die Wand. Alexander Petschuschkin, 38 Jahre alt, unverheiratet, keine Kinder. Der ehemalige Lagerarbeiter hat seine Verbrechen zwischen 1992 und 2006 begangen. Wie konnten Sie 48 Menschen töten? Es waren gar nicht 48, das ist nur die offizielle Zahl. Etwas genauer bitte. Es waren mehr. Sie haben doch Buch über Ihre Taten geführt. Wie viele waren es denn? Soll ich Zahlen nennen? Ja. Es waren 61 Morde und 3 Mordversuche. Das Gericht konnte mir aber nur 48 Tötungen nachweisen. Denn von 13 seiner Opfer wurde nie ein Leichnam gefunden. Ein Rückblick ins Jahr 2007. Der Killer hat im Süden von Moskau gewohnt und hier auch all seine Morde begangen. Eine unheimliche Serie, die Chefermittler Andrei Subrunjenko 14 Jahre lang in Atem hält. Vor dem Hotel Berlin und an der U-Bahn-Station Kachowskaja hat Petschuschkin viele seiner Opfer kennengelernt. Er hatte es vor allem auf alkoholkranke Menschen abgesehen. Männer und Frauen. Er hat ihnen etwas zu trinken angeboten, ihnen ein Gespräch aufgedrängt und sie dann zu einem Wodka-Picknick in den Bizovsky-Park eingeladen. Er hat immer den Wodka Solotoy Veles, den goldenen Zauberer, genommen. Das Gesöff kostet 36 Rubel, einen Euro. Petschuschkin hat später gesagt, dass er schließlich niemanden verwöhnen wollte. Der Tatort, der Bizovsky-Park in Moskau. Petschuschkin hat auf einen passenden Moment gewartet, seinen Hammer ausgepackt und von hinten auf die ahnungslosen Menschen eingeschlagen. Dann hat er ihnen einen Ast oder eine Flasche in den Kopf gesteckt. Nach den Morden hat Petschuschkin seine Opfer meist in die Kanalisation geworfen, alles wieder eingepackt und ist gegangen. Die Mordopfer werden weggespült und tauchen irgendwo in der Stadt wieder auf. Petschuschkin ist offenbar stolz auf seine Verbrechen. Bietet den Beamten an, sie zum Tatort in den Bizovsky-Park zu führen. Wenn Sie wissen wollen, wo ich wen wann getroffen und getötet habe, kann ich Ihnen das zeigen. Marina Maskaljova, Petschuschkins letztes Opfer. Der Mörder zeigt den Beamten, wo er seine Bekannte umgebracht hat. Petschuschkin wusste, dass Maskaljova ihren Sohn über das Treffen mit ihm informiert hatte und er deshalb ins Visier der Fahnder geraten würde. Doch der innere Drang war zu groß. Er musste Maskaljova einfach töten. Chefermittler Subrunjenko bittet Petschuschkin, den Tathergang vor Ort zu rekonstruieren. Der Psychopath demonstriert, wie er sein letztes Opfer erschlagen hat. Auch beim Nachspielen der Tat
offenbart Pitschuschkin ein krankhaftes Fehlen jeglicher Emotion. Keinerlei Gefühl von Reue oder Mitleid. Im Gegenteil, den Beamten erscheint es, als würde ihn die Erinnerung an die Tat erneut mit Befriedigung erfüllen. Ich habe mehrmals mit dem Hammer auf sie eingeschlagen. Sie hat aufgeschrien und ist dann nach hinten gekippt. Sie lag dann so auf der Seite. So ein Schachbrett haben wir später in Pitschuschkins Wohnung gefunden. Darauf hat er all seine Taten festgehalten. Jedes Feld steht für einen Mord. Zuerst hieß es, dass Pitschuschkin ein Schachgenie sei. Er hat deshalb den Beinamen Schachbrettmörder bekommen. Absoluter Unsinn. Das Brett war für ihn nur eine Art Notizblock. Sie wollen wissen, warum ich den letzten Mord begangen habe, obwohl ich wusste, dass ich damit wahrscheinlich auffliege? Ja. Ich will Ihnen eine kurze Antwort geben. Es war eine Art Selbstmord. Ich konnte einfach nicht mehr weitermachen. Ich hatte damals schwere Depressionen. Nach rechts an die Wand. Rein. Die Lebenslänglichen dürfen einmal im Jahr Besuch kriegen. Für 3 Stunden. Körperkontakt ist verboten. Gefangene und Besucher trennt eine Plexiglasscheibe. Die Todesstrafe ist in Russland seit 1996 ausgesetzt. Lebenslänglich aber bedeutet hier bis zum Tod. Es gibt zwar theoretisch die Chance, nach 25 Jahren entlassen zu werden. Doch das ist bisher noch nie passiert. Es war Zeit, den Dingen ein Ende zu setzen. Ich erwischte das Bügeleisen. Es brachte die entscheidende Wende. Mein Vater sank nieder und röchelte. Erst jetzt fiel mir auf, dass sein dämonisches Blut den ganzen Raum kontaminiert hatte. Ich nutzte die letzten Momente seines Lebens, um ihm noch einmal meine Lage zu erklären. Was der 35-jährige Matthias Illigen hier vorliest, ist kein Auszug aus einem düsteren skandinavischen Krimi. Es ist Wirklichkeit. Januar 2007 im österreichischen Vorarlberg. Im Elternhaus begeht Matthias eine schreckliche Tat. Er tötet seinen Vater durch massive Schläge auf den Kopf. Der gerade pensionierte Ingenieur Harald Illigen verblutet. Es ergeht Strafanzeige gegen seinen Sohn wegen Mordes. Im Zuge der Ermittlungen wird klar, die Motivlage ist in der Krankenpsyche des Täters zu suchen. Der Vater stirbt mit 66 Jahren und wird in seinem Heimatort Dornbirn im Familiengrab beigesetzt. Nach nur 3,5 Jahren in geschlossenen psychiatrischen Kliniken ist Matthias Illigen wieder ein freier Mann. Der Grund für die kurze Strafe: er litt unter einer akuten paranoiden Schizophrenie, einer Krankheit, deren Ursachen nicht gänzlich geklärt sind und die vor allem junge Menschen befällt. All die Fetzen, die ich in meinem Kopf habe und all die Emotionen, die ich in meinem Kopf habe, sind grauenhaft. Die Tat, was da passiert ist, alle Gefühle dazu, es ist schrecklich. Ja. Um mit dem Schrecklichen, also dem Mord an seinem Vater, umgehen zu können und als juristische Bedingung für seine Freiheit, unterliegt Matthias einer engmaschigen therapeutischen und medikamentösen Behandlung. Unter gerichtlicher Kontrolle bekommt der Student Neuroleptika und Antidepressiva zur Unterdrückung schizophrener Symptome. Ich bin so eingestellt und bin das auch schon so gewohnt. Und mein Körper verarbeitet die Medikamente ganz normal, dass sich mein Befinden nicht großartig ändert, wenn ich ein Medikament zu mir nehme. Das ist eigentlich eine ganz langsame, lang anhaltende Veränderung, die man so nicht spürt. Aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe keine schizophrenen Symptome seit Jahren.
Die Symptome beginnen 2006. Da studiert Matthias an der Kunstakademie in Wien. Sein Professor, Philosophiestar Peter Sloterdijk. Der sendet telepathische Botschaften, glaubt Matthias. Es hat eigentlich so angefangen, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass der Vortragende über eine besondere Art mit mir kommuniziert. Das heißt, er gibt mir Zeichen. Er weiß Dinge über mich, die er eigentlich nicht wissen kann. Und spricht nicht mehr zu der ganzen Hörerschaft, sondern nur noch speziell zu mir. Das hat sich immer mehr verdichtet und ist immer weitergegangen, bis schlussendlich auch das hier ein Schauplatz meiner Psychose war. Die Wahnvorstellungen häufen sich. Matthias sieht überall Zeichen. Hell gekleidete Menschen sind Engel, dunkel angezogene Dämonen. Die Bösen geben sich auch durch Raubtiersymbole auf ihren Schuhen zu erkennen, während andere Schuhmarken von den Guten getragen werden. In der hochpsychotischen Phase war Tramfahren und alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen totaler Horror, weil da irrsinnig viele Menschen auf engem Raum sind und sich die Blicke kreuzen und einfach nur so jemand anderen anschaut. Und ich habe ja alle Blicke immer auf mich bezogen und habe immer geglaubt, dass alle Menschen, die in der Tram sind, sich auf mich beziehen. Ja. Das heißt, es war ein irrsinnig beklemmendes, enges Gefühl. Matthias besucht seinen Vater. Der Anlass, er ist pleite. Doch gleichzeitig verfestigt sich die Krankheit und die Idee, dass der Vater sein Feind ist. Ich war einfach getrieben von Wahnideen und bin mit dem, ich wollte ihn eigentlich aufdecken in meiner Wahnlogik. Ja. Und bis ich dann in die Situation gekommen bin, dass ich der Überzeugung war, dass er mich vergiftet hätte. Matthias fühlt sich von seinem Vater bedroht und sieht in dessen Tötung den einzigen Ausweg. Er erschlägt ihn mit einem Bügeleisen und einem Stein. Wahrscheinlich dauert das Sterben des Vaters einige Stunden. Matthias kommt vor Gericht. Dort wird seine psychisch bedingte Schuldunfähigkeit festgestellt. Er wird ohne Befristung in das psychiatrische Landeskrankenhaus Rankweil eingewiesen. Realisiert, dass ich in einer Psychose meinen Vater getötet habe, habe ich ungefähr nach ein paar Monaten auf der Psychiatrie. Ich habe natürlich schon Schuldgefühle. Und diese Schuldgefühle kommen immer wieder. Und diese Schuldgefühle sind unglaublich kräfteraubend, weil man braucht lange, um mit ihnen zu leben und sie zu verarbeiten. Das Buckingham Correctional Center. Mit über 1000 Insassen ist es deutlich überbelegt. Unter ihnen der 44-jährige Jens Söring. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Ich kann einfach nicht aufgeben. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich kann ja also, wenn ich mir jetzt plötzlich nun einrede, dass ich schuldig sei, ich hätte es verdient, ja, denn damit werden ja die meisten Menschen hier im Gefängnis mit ihrer Situation irgendwann mal fertig. Sie akzeptieren, dass das also die Strafe verdient ist. Das kann ich nicht. Also kann ich nur weiterkämpfen. Die Geschichte seines Kampfes beginnt im Sommer 1984. Der damals 18-jährige Jens bekommt das renommierte und hochdotierte Jefferson-Stipendium, als er eine andere Stipendiatin kennenlernt. Es ist die 2 Jahre ältere Elizabeth Roxanne Haysom. Im Winter wird aus den beiden ein Liebespaar. Sie war meine erste Freundin. Das war die erste körperliche Beziehung zu einer Frau. Sie war sehr attraktiv und sie hatte auch so einen seltsamen Charme, den sie also auch auf andere Menschen sind darauf reingefallen. Sie wurde also später als Bienenkönigin unseres Studentenwohnheims beschrieben. Und ich war sehr, sehr naiv. Am 3. April 1985, Jens und Elizabeth sind seit 4 Monaten ein Paar, finden Nachbarn die Leichen der Haysoms in ihrem Anwesen an der Holcomb Rock Road. Die Mutter Nancy Haysom liegt mit 6 Stichwunden in der Küche. Ihr Ehemann Derek Haysom findet sich zwischen Wohn- und Esszimmer. Unbestritten ist, dass Elizabeth und Jens am Tag des Mordes in einem Hotel in Washington D.C. eingecheckt haben. Nur wer von dort zum Haus der Haysoms gefahren ist, darüber machen beide unterschiedliche Aussagen. Da erklärte sie mir also, dass sie immer noch heroinsüchtig sei und ihrem Dealer Geld schuldete. Und sie hätte mit ihm abgemacht,
dass sie diese Schulden abarbeiten würde, indem sie in Washington D.C. Drogen abholen würde und sie nach Charlottesville zurückbringen würde. 8 Stunden später sei Elizabeth ins Hotelzimmer zurückgekehrt. Ich konnte also sehen, sie hat etwas Braunes an den Unterarmen, die Hände waren sauber. Und sie sagte mir, dass sie ihre Eltern umgebracht habe. Sie machte die Drogen dafür verantwortlich. Sie sagte, sie hätten es ja sowieso verdient. Und das hat sie immer wieder wiederholt. Und da hat sie gesagt, ich müsste ihr also ein Alibi stellen, sonst würde sie hingerichtet werden. Am Tatort finden sich Blutspritzer, die nicht den Opfern zugeordnet werden können. Einige der besonders häufig vertretenen Gruppe 0, die auch Jens Söhring hat, andere der viel selteneren Blutgruppe B, der von Elizabeth Haysom. Außerdem ein blutverwischter Sockenabdruck. Als sich die Ermittlungen mehr und mehr gegen Elizabeth und ihren Freund richten, fliehen sie ins Ausland. Im April 1986 werden die beiden in England wegen geplatzter Schecks verhaftet. Scotland Yard verständigt die amerikanischen Behörden. Ermittler Ricky Gardner und Staatsanwalt Updike fliegen nach London, um das Paar zu vernehmen. Tagelang schweigt Jens Söhring, dann spricht er und gesteht überraschend den Doppelmord. Kein Anwalt ist anwesend und das später widerrufene Geständnis von Anfang an voller Widersprüche. Aber das will Chefermittler Ricky Gardner bis heute nicht gelten lassen. Wir haben mehr als 3, 3,5 Stunden miteinander gesprochen. Jedes nur erdenkliche Detail hat er mir geschildert und jede meiner Fragen beantwortet. Danach war ich überzeugt, dass er der Mörder ist. Jens nimmt die Tat auf sich, um Elizabeth vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Als Diplomatensohn glaubt er, vor der US-Strafverfolgung sicher zu sein. Ich dachte, ich hätte eine Art diplomatische Immunität. Normalerweise wird man in solchen Fällen ins Heimatland zurückgeschickt und dann wird einem dort der Prozess gemacht für die Tat, die man im Ausland beging. Was ich nicht wusste, war, dass Konsulardiplomaten in Vereinigten Staaten, da hat nur der Diplomat diplomatische Immunität, aber die Familie nicht. Als der Plan nicht aufgeht, widerruft Söhring sein Geständnis. Doch Elizabeth hat sich längst gegen ihn gewandt. Im Sommer 1986 wird zunächst nur sie ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Trotz ihrer Drogensucht, der ihr attestierten Persönlichkeitsstörung und diverser Falschaussagen nehmen ihr die Geschworenen ihre Version des Tathergangs ab. Jens Söhring als heimtückischer Mörder ihrer Eltern. Jens hat aus seinem eigenen Willen heraus agiert. Er hatte die Wahl. Er hätte sich auf seiner 4-stündigen Fahrt noch umentscheiden können. Egal, was ich ihm in den Monaten zuvor gesagt habe oder was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, er hatte die Wahl. Tötet er meine Eltern oder nicht? Im Oktober 1986 wird Elizabeth Haysom wegen Anstiftung zum Mord zu 2x45 Jahren Haft verurteilt. Von der früheren Liebesbeziehung zu Jens Söhring ist nichts mehr übrig. Ich war ja bereit, nicht mein Leben, aber immerhin einige Jahre meiner Freiheit für diese Frau zu opfern. Und ja, das hat sehr wehgetan. Und ich hatte ja auch bis zu ihrer Aussage vor Gericht, hatte ich mir immer noch irgendwie Hoffnung gemacht, dass sie also die Wahrheit sagen würde. So doof war ich. 4 Jahre lang kämpft Söhring vor dem obersten Gerichtshof für Menschenrechte gegen seine Auslieferung in die USA. Erst als der Staat Virginia sich bereit erklärt, im Fall einer Verurteilung keine Todesstrafe zu verhängen, wird er überstellt. Das einzige Indiz der Staatsanwaltschaft, eine verwischte Fußspur. Doch Söhrings Verteidigung versagt dabei, es zu entkräften. Nach dem Prozess geben 2 Geschworene zu, dass sie Söhring nur aufgrund des Sockenabdrucks verurteilt haben. Am 21. Juni 1990 ertönt das Urteil. Wir, die Jury, befinden den Angeklagten schuldig des Mordes an Derek William Haysom. Wir, die Jury, befinden den Angeklagten schuldig des Mordes an Nancy Esther Haysom. Als Richter Sweeney ihn fragt, ob er dem noch etwas hinzuzufügen habe, antwortet Söhring. Am Innocent. Ich war wirklich sehr böse, dass man mich zu 2x lebenslänglich verurteilt hatte für eine Tat, die ich nicht begangen habe.